Hallo, heute ein besonderes Video. Das erkennt man auch schon daran, dass das das erste Video ist, in dem ich sitze. Bedeutet auch, das wird heute ein längeres Video. Ich werde auch oft gefragt und denke mir, das ist eben jetzt der passende Zeitpunkt über meinen Kampfkunstwerdegang. Und das wollte ich mal ein bisschen erzählen. Ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Geschichte, vielseitige Geschichte, wie, glaube ich, generell Kampfkunstwerdegänge. Das sind immer ganz, ganz interessante Geschichten. Begonnen hat es bei mir, also das Interesse für Kampfkunst, ja, sehr, sehr, sehr früh schon. Ja, also als Kind, ich kann es nicht genau sagen, mit 4 Jahren, 5 Jahren, so irgendetwas. Das hatte, glaube ich, damals 2 Gründe. Also einerseits war es eben, gab es in den frühen 80er Jahren eben im österreichischen Fernsehen, im ORF, die Kung-Fu-Fernsehserie mit David Carradine. Und die hat mich sehr gefesselt, also als Kind damals schon. Wobei ich das noch nicht so ganz verstanden habe. Ich dachte immer, er heißt Kung-Fu. Ja, also als Kind, also der Kung-Fu war das. Habe ich sehr gerne geschaut. Und das Zweite, glaube ich, war, dass Österreich damals einen sehr erfolgreichen Judo-Kämpfer hatte. Also der hat 2-mal bei den Olympischen Spielen Gold geholt, sowohl 1984 als 1988. Der Peter Seisenbacher war das. Und natürlich für mich als Kind war das noch nicht so unterscheidbar. Das ist jetzt Kung-Fu und das ist Judo und was auch immer. Also ich fand das einfach alles irgendwie toll und wollte unbedingt sowas machen. Allerdings war das damals eben ja, Anfang, Mitte der 80er Jahre in Wien noch nicht so einfach. Da gab es noch nicht so die Riesenauswahl. Und ja, meine Mutter hat dann irgendwie ausfindig gemacht, irgendwie einen Judo-Kurs. Also ich weiß nicht, ob es damals gar nichts anderes gab oder ob Judo das war, was für sie auch irgendwo verträglicher war. Vielleicht mag mitgespielt haben, weil natürlich auch irgendwo war, gut, das ist irgendwie auch, ja, wie soll ich sagen, positiv besetzt. Da lernt man richtig fallen und so weiter. Und das ist mir tatsächlich einmal sehr zugute gekommen. Ich bin dann einmal mit, ich glaube, da war ich 9 Jahre alt, von einem galoppierenden Pferd runtergefallen und mir ist wirklich gar nichts passiert, weil ich mich mit einer Art Judo-Rolle irgendwie abgerollt habe. Also wie dem auch sei, gab es da immer einen Judo-Kurs bei uns in der Nähe. Der war aber erst ab 6 Jahre. Ich kann mich erinnern, dass ich wollte damals schon früher beginnen. Das ging nicht, musste warten, bis ich 6 Jahre alt war und habe dann eben mit einem Judo-Kurs begonnen und habe das dann viele Jahre gemacht. Wobei auch mein erster Judo-Lehrer, kann ich mich erinnern, das war irgendein alter Polizeisporttrainer. Naja, als ob der sozusagen auch die Optimalbesetzung für einen Kinderkurs war, sei es dahingestellt. Aber okay, also ich habe hiermit begonnen mit Judo. Da war damals auch ein bisschen Jiu-Jitsu immer dabei, so mit reingemischt, aber im Wesentlichen war es Judo. Und das habe ich dann doch mit 6 Jahren eben begonnen und verfolgt, bis ich so, naja, circa 13 war, würde ich sagen. Und da war dann irgendwann so eher der Punkt, dass das von den Trainern aus so war, so naja, also entweder jetzt wirklich ganz so mit mehrmal die Woche Training und Wettkampf und so oder gar nicht. Und da war es dann bei mir eher gar nicht. Also das, irgendwie war es doch nicht so ganz das, was ich vielleicht auf lange Sicht machen wollte und war für mich damals eine recht stressige Zeit. Also ich war in einer Privatschule, die sehr fordernd war und ja, hatte auch sehr gern Fußball gespielt zu der Zeit und nun, also irgendwie war es das dann irgendwo nicht. Aber grundsätzlich war so für dieser Wunsch, da was zu machen in die Richtung immer noch vorhanden und das war für mich ganz klar, dass ich da irgendwann wieder was machen werde. Ganz kurz dann einmal geboxt, ja, weil ein Physiklehrer von uns, ein ehemaliger Boxer, da mal einen Kurs angeboten hat an unserer Schule, da war ich dabei. Aber prinzipiell war es für mich klar, okay, wenn ich dann mit der Schule fertig bin, eben nach der Matura, wie in Österreich eben das Abitur heißt, das mit 18 Jahren, dann möchte ich jedenfalls wieder irgendwas machen. Und was für mich trotzdem merkwürdig war im Judo, auch wenn ich es irgendwo gern gemacht habe, dass ich das eben ja, 7 Jahre, was auch immer gemacht hatte, aber immer noch keine Ahnung hatte, ja was tue ich, wenn jetzt jemand einfach kommt und einfach zuschlägt. Das gibt es innerhalb der Judo-Regeln nicht. Ja. Also ich hätte da keine Ahnung gehabt, wie damit umgehen und wie darauf reagieren. Und insofern haben mich irgendwie Kampfkünste fasziniert, die, ja, wie soll ich sagen, gegen verschiedenartige Angriffe bestehen konnten. Ja, also es war für mich klar, ich wollte irgendwas trainieren, irgendwas machen, irgendwas lernen, aber die Frage war, was? Ja. Und also ich war da sehr offen, also war damals nicht eingestellt, ob jetzt japanisch, chinesisch, was auch immer Kampfkunst, wäre mir relativ egal gewesen. Die Schwierigkeit war nur damals, dass es gar nicht so viele Möglichkeiten gab, sich zu informieren. Ja, weil es ist ja nicht so wie heute, dass man einfach ins Internet gegangen ist und hat dann sich schon alles ansehen können. Also YouTube war noch ganz, ganz lange nicht erfunden und generell in den 90er Jahren ja, war das Internet noch sehr in den Kinderschuhen.
Also war es immer so ein bisschen Hörensagen und wie gesagt, kannte jetzt noch irgendwie niemanden, der irgendwas gemacht hat. Also deswegen war das gar nicht so leicht, da herauszufinden, was denn so eben das Richtige sei oder was ich eben trainieren könnte. Und ich habe dann im sehr für mich schicksalshaften Sommer 1999, insofern schicksalshaft, habe ich innerhalb von wenigen Tagen, also innerhalb einer Woche eigentlich, sowohl Wing Chun als auch meine jetzige Frau kennengelernt. Ja, habe ich eben jemanden kennengelernt, der Wing Chun gemacht hat. Wobei, rückblickend gesehen, glaube ich, der auch nicht, weiß Gott, wie viel gemacht hat und nicht viel Ahnung eigentlich hatte. Aber für mich damals war der halt der Einäugige unter den Blinden. Und der hat mir eben geschildert, ja, und das funktioniert eigentlich gegen jeden erdenklichen Angriff. Das ist mehr wie ein Antisystem. Das ist ganz egal, was der Angreifer macht oder gelernt hat. Das funktioniert immer und. Und das hat mich eben vor diesem Hintergrund, eben wie gesagt, ich hatte Judo und das Gefühl, eigentlich nichts machen zu können, sehr, sehr fasziniert. Und wir waren damals, ich habe da damals gearbeitet in Kroatien in einem Clubhotel als quasi Sportanimateur, ja, wobei Animateur würde ich in Klammer setzen, aber ich habe so quasi Sportprogramm angeboten, also sportlich war ich, habe mich immer sehr interessiert. Und er war eben so, das war eigentlich der Leiter von unserem Club, der hat dann überhaupt begonnen in der Früh, eigentlich hätte es da so wie Art Morgen-Yoga oder was auch immer geben sollen oder halt solche Übungen, Atemübungen, energetische Übungen. Und der hat begonnen dann dort Silimdao zu machen und hat das genannt damals asiatische Gesundheitsgymnastik. Und es war eh so frühe Uhrzeit, dass da meistens keine Leute waren. Aber auf jeden Fall habe ich dann begonnen, sozusagen Silimdao schon zu trainieren, ohne recht zu wissen, was ich da eigentlich tue. Und er hat mir da ein bisschen halt ja Schläge gezeigt und Kettenschläge und ich fand das dann alles sehr, sehr toll. Und habe das dann für mich begonnen zu trainieren und kann mich erinnern, einmal war ich dann auch im Fitnessraum dort in Kroatien in einem Hotel und habe eben diese Schläge trainiert und kommt jemand zu mir und sagt, ja, aber ob ich eben Wing Chun mache. Und ich war schon stolz, sozusagen den Eindruck zu erwecken, als würde ich es wirklich trainieren. Und hat sich herausgestellt, derjenige hat Wing Chun gemacht und hat irgendwie, glaube ich, den fünften Schüler gerade irgendwo gehabt. Und das war für mich schon wow. Also, ja, da kann man schon richtig aufblicken. Ja. Naja, gut, also so war das sozusagen, dass man meine Faszination für Wing Chun begonnen hat. Und ich habe dann wenig später zurück in Österreich mit einem Freund gesprochen und der hat ihm das erzählt. Er hat gesagt, ja, Wing Chun, davon habe ich auch schon gehört. Warum machen wir das nicht gemeinsam? Und er kennt jemanden, der macht das. Er will sich dann kundigen, wo und was und wie und er kümmert sich darum. Okay, passt, ja, war in Ordnung. Aber irgendwie ist dann nichts passiert. Und immer wieder, wenn ich ihn getroffen habe, gesagt, was ist jetzt? Ja, ja, stimmt, ja, ja, nein, diesen Freund noch nicht getroffen. Und ja, ja, er macht das. Und irgendwie ist dann nie was passiert. Ja. Rückblickend gesehen muss ich sagen, dass das vielleicht ein Glück war. Ich wäre damals gelandet, sonst, wie ich später herausgefunden habe, in einer EWTO-Schule. Und muss sagen, die EWTO, wie sie damals aufgetreten ist und möglicherweise auch, wie sie heute noch auftritt, bin ich relativ sicher, dass mich das nicht angesprochen hätte. Ja. Aber gut, das ist ein eigenes Thema. Und ich bin aber dann eben, wie gesagt, ja auch meine jetzige Frau kennengelernt, Angelika, mit der ich auch gemeinsam unser Zentrum betreibe. Und die hat aber in Graz gelebt. Ich in Wien, sie in Graz und habe dann begonnen, eben sehr viel Zeit in Graz bei ihr zu verbringen, weil wir eben ein Paar geworden sind. Und da war es dann so, dass mir eigentlich relativ langweilig war. Ich hatte relativ viel Tagesfreizeit sozusagen und habe dann plötzlich in einer Zeitung gelesen von einer neuen Kampfkunstschule, die ich aufgesperrt habe. Und da stand eben, da wurden mehrere Stile unterrichtet und unter anderem auch Wing Chun. Ja. Und ich war dann gleich hingeschrieben, war gleich dort. Die Schule war eben recht neu noch, eben geleitet von Meister Peritz Muck, der eben viele Stile unterrichtet hat, eben auch Hapkido, philippinische Kampfkünste, damals Shaolin Kung Fu und Wing Chun, das war damals, mittlerweile ist es noch weit mehr. Und ich bin dann hin und er hat gleich gesagt, ja, Probetraining und ich kann alles ausprobieren, alle Stile mal reinschnuppern. Und ich, nein, ich möchte Wing Chun lernen. Also, ja, aber es ist gratis, ich kann auch eben philippinische Kampfkünste, Hapkido. Ich, nein, 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 ich möchte Wing Chun machen. Und war eben sozusagen Wing Chun. Und er hat dann nach dem ersten Training gesagt, naja, also da haben wir schon gelernt, irgendwie Tansau und Schlag und so weiter. Und er hat gesagt, gut, am Anfang ist es halt noch nicht so viel, da geht es eher langsam voran. Und ich denke mir, hey, wovon redet er? Ich war total fasziniert. Ja. Ich habe 7 Jahre lang Judo gemacht, keinen einzigen Schlag jemals gemacht. Und für mich war das schon wow. Ja. Und also deswegen war ich sofort eben da angemeldet und war dann dabei. Und habe dann gleich begonnen, das sehr, sehr motiviert eben zu trainieren. Und eben auch zu Hause zu trainieren. Wenig später, stimmt jetzt nicht, aber so 1,5 Jahre später war es dann so, dass Angelika in Graz eigentlich mit der Uni schon fertig war und dann generell eben zu mir nach Wien gezogen ist und damit hatte ich eben eigentlich keinen Grund mehr in Graz zu sein und das hat mich dann irgendwo auch traurig gemacht, weil das auch hieß, ich konnte nicht mehr ins Training gehen.
Und bin dann eben zu meinem Lehrer hin und habe gesagt, ja, also es tut mir halt sehr leid, aber ich werde jetzt eben halt nicht mehr regelmäßig ins Training kommen können, weil ich eben wieder nach Wien ziehe. Und er hat dann gesagt, ja, das ist wirklich schade, aber ob ich generell Interesse hätte, in Wien schon weiterzulernen. Und ich so, ja, natürlich, aber ich weiß eben nicht wie. Und er hat mir angeboten, gesagt, naja, also er sieht es halt schon auch, dass ich da halt motiviert bin und das halt gern machen möchte. Und er würde mir sozusagen mich im Privatunterricht weiter unterrichten. Und das könnte so ablaufen, dass immer, wenn ich nach Graz komme, er hat im Wesentlichen eigentlich den Tag über Zeit. Ja. Wir haben uns dann immer so getroffen, 10 Uhr vormittags. Und er hat dann meistens so bis 3, 4 Uhr nachmittags Zeit gehabt, je nachdem, wann sein Kindertraining begonnen hat. Und da können wir einfach trainieren. Zwischen gehen wir Mittagessen, aber trainieren einfach die ganze Zeit. Und er hat wirklich damals sehr, sehr, sehr wenig Geld von mir verlangt. Also bin ich ihm heute noch dankbar, dass er mir das ermöglicht hat. Und ich habe dann versucht, so im 14-Tages-Rhythmus, manchmal ist es nicht ausgegangen, dann war es mal vielleicht etwas längere Pause, aber so zumindest einmal im Monat, aber meistens eben zweimal pro Monat war ich dann eben bei ihm. Und wir haben trainiert und trainiert und trainiert. Ja. Und habe dann so eben begonnen, sehr, sehr intensiv zu lernen. Und in der Zwischenzeit eben habe ich eben zu Hause für mich trainiert. Ja. Und sehr bald danach war das dann so, dass er mich angesprochen hat. Er hat im Supermarkt irgendwie jemanden getroffen, so quasi, der mittlerweile erwachsen war, ein ehemaliger Teilnehmer des Kindertrainings, glaube ich, war das damals die Geschichte. Und der und ein paar Freunde haben ihn eben gefragt, er hat auch gesagt, ja, ich lebe jetzt in Wien, aber nicht in Wien jemanden kennt. Sie würden gerne in Wien was trainieren. Und mein Lehrer damals, also Peri, wollte die halt nicht unbedingt zur Konkurrenz schicken. Und hat sie mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, so wie so eine Art Übungsgruppe ins Leben zu rufen. Und er unterrichtet mich eben weiterhin und ob das für mich denkbar wäre. Und ich war halt sofort begeistert und wie gesagt, ich war es gewohnt, eben so, wie erzählt habe, Sportanimation, Gruppen anzuleiten, jetzt in irgendeiner sportlichen Tätigkeit, das war ich gewohnt schon und hat mir immer Spaß gemacht und von dem her war das natürlich für mich ein Traum. Ja. Und habe dann, obwohl ich selber eben noch alles andere als sehr fortgeschritten war, begonnen eben eigentlich trotzdem schon Wing Chun zu unterrichten. Ja. Und mein erstes Wing Chun Training hat stattgefunden im Dezember 2001, das erste Wing Chun Training, das ich geleitet habe. Ja, weiß ich noch genau, habe eine Turnhalle gemietet in meiner ehemaligen Schule, damals noch zweimal die Woche zu einer relativ ungünstigen Uhrzeit, weil alle anderen Termine besetzt waren. Und so ging das Ganze eben los. Ja, und weiterhin aber eben regelmäßig gelernt bei meinem Lehrer eben. Ja. Dann hat sich mit der Zeit herauskristallisiert eine Besonderheit von unseren Trainings in Graz. Nämlich nach dem Mittagessen, wir sind immer Mittagessen gegangen in so chinesisches Restaurant, Buffet und so weiter. Und danach waren wir eigentlich immer relativ schlapp. Und deswegen gab es dann die Einführung des After-Mittags-Sparring. Ja, weil so war die Idee, durch Sparring schießt Adrenalin nach oben und damit ist die Müdigkeit weg. Ja, ob es sehr gesund ist, ich weiß es nicht, aber so war das jedenfalls. Also wir haben jedes Mal eben Sparring gemacht, eben nach dem Mittagessen. Und ja, da hat er mich durchaus immer sehr, sehr hart rangenommen, weil tatsächlich seinerseits die Angst damals bestand und er war eigentlich überzeugt davon, dass irgendwann sozusagen irgendwelche, ja, ich sage jetzt mal Schläger von der EWTO dastehen werden in meiner Schule, um mich zu fordern oder geplant zu verprügeln oder was auch immer. Also das war tatsächlich, mein Lehrer ist noch so aufgewachsen, ja, zumindest bis in die späten 90er, Anfang der 2000er gang und gäbe, dass die einfach in andere Schulen gegangen sind und die Leute dort verprügelt haben. Und auf das wollte er mich vorbereiten. Und er hat mich wirklich da eben jedes Mal sehr, sehr hart rangenommen. Und eben auch so quasi, es gibt kein Aufhören, auch wenn es am Boden war, es geht immer weiter. Ich musste sozusagen lernen, egal was passiert, versuchen weiter aufzustehen, weiterzumachen. Ja. Und das war schon nicht ohne. Und wie gesagt, mein Lehrer Peritz Muck ist so, ich habe jetzt über die Jahre ganz viele Meister und Großmeister kennengelernt. Aber ich muss ehrlich sagen, was das Kämpferische betrifft, habe ich bis heute eigentlich niemanden getroffen, der da rankommt. Also er ist ja auch vielfacher Weltmeister, also er hat gekämpft, er hat Vollkontakt gekämpft, fünffacher Weltmeister, unter anderem im Vollkontakt, auch im Vollkontakt mit Waffen, philippinische Kampfkünste und so weiter. Also der fährt da schon ein ziemliches Programm. Ja, und das sozusagen war schon auch eine harte Schule, die ich da durchlaufen bin. Bei meiner Gruppe in Wien war es dann eben so, das war immer anfangs schwierig und sind so die Leute auch nach und nach weggebrochen. Also es war Evangelika dabei, derjenige, der das Ganze angestoßen hat, der hieß Peter. Und dann war es aber irgendwie so, es war sonst niemand mehr da. Und eigentlich war es, wir konnten uns die Hallenmiete in Wirklichkeit gar nicht mehr leisten. Und dann kamen die Sommerferien, da war die Schule geschlossen, die Halle geschlossen. Und dann war überhaupt die Frage, ob das so quasi im Herbst nochmal weitergehen soll, das Ganze.
Wir haben gesagt, einmal probieren wir es noch und irgendwie konnten wir dann doch noch ein paar Leute motivieren und ausfindig machen und tatsächlich haben wir dann im Herbst nochmal losgestartet mit einer Gruppe von 8 Leuten war das damals. Und dann hat es wirklich begonnen, dass das Ganze langsam kontinuierlich gewachsen ist. Es kam dann immer wieder Seminare, mein Lehrer Perry war aus Graz oft da und so weiter, wir haben einfach weitergelernt. Ja. Dazu möchte ich noch sagen, zu der Zeit generell in Graz, in dem Center ZMUG, dass es eben so war, was toll war eben, dass es da viele Stile trainiert wurden und ich damit auch immer so ein bisschen einen Einblick bekam in andere Stile, das war gut, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, viele Jahre später habe ich dann eine Prüfung gemacht, da ging es vor allem in dem System von Perry ZMUG, war das, hieß das damals 10. Grad, da gibt es eine eigene Kicking-Form. Und da ging es auch viel um Kickabwehr. Und ich habe damals bei der Prüfung, kann mich erinnern, waren dann Hapkido-Leute da und dann haben eben die Hapkido-Leute sozusagen eben angegriffen für die Kicks und die sind auf Kicks spezialisiert. Das war natürlich super, die Kickabwehr zum Beispiel gegen die zu üben und so. Ja. Und was generell eben toll war in der Schule von Perry ist, dass es unglaublich viele Seminare gab, ja, mit ganz vielen Meistern und Großmeistern aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Und ich weiß es nicht, wie viele Seminare ich damals besucht habe, es waren unendlich viele und ich war wirklich quasi bei jedem Seminar dabei. Einerseits aus Interesse, aber nicht nur, es war auch so ein bisschen ein Gefühl von Loyalität, ja, weil ich gemerkt habe, dass diese Seminare auch schwierig waren, dass es oft so war, dass letztlich dann mein Lehrer eigentlich finanziell draufgezahlt hat, weil dann nicht so viele Leute gekommen sind wie gehofft und deswegen wollte ich irgendwie so auch das Zentrum unterstützen und bin wirklich jedes Seminar eben gegangen und das war eben alles, ja, das war von, natürlich gab es Wing Chun Seminare, Hapkido, philippinische Kampfkünste, ja, Bodenkampfdinge verschiedenster Art, ja, Mixed, also heute würde man es als Mixed Martial Art bezeichnen und also wirklich ganz, ganz vielseitig. Ein Seminar ist für mich in bleibender Erinnerung, der war da, der hieß Professor Jonathan Stewart. Es war ein Amerikaner, damals schon über 70, der, ich glaube, in 4 Kampfkünsten 10. Dan sozusagen Träger war. Und ich glaube, er hat in 9 oder 10 Kampfkünsten den Schwarzgurt und so weiter, hat ein eigenes System entwickelt, war jemand, der im Vietnamkrieg und so als Ein-Mann-Spezialeinheit unterwegs war. Ja, war ein Experte für Messerkampf und bei ihm war man sich sicher, er hat das wirklich ausprobiert. The importance of your contributions to the martial arts. I noticed you're also wearing a career and... Und so war ihm damals dieses Seminar und plötzlich ruft mich Perry in sein Büro, eben wie gesagt der Amerikaner, und Perry wusste, dass ich ganz gut Englisch kann und hat mir so quasi dann, Professor Stewart saß so hinter seinem Tisch, ja, und hat mich eben reingebeten und gesagt, naja, ob ich sozusagen, dass ich das übersetzen soll, das Seminar eben auf Deutsch. Und ich war damals so ein bisschen überfordert, ich war damals Anfang 20 und ich so, ah, okay, yes, I will try, habe ich gesagt. Ja. Und dann schaut mich eben dieser Professor Stewart so an und sagt mit seiner tiefen, sonoren Stimme, if there's one thing we don't do in this business, it is to, und schaut mich so an, und ich sage, to try, und er sagt, yes, either we do or we don't. Okay, also habe ich das damals eben, glaube ich, du, also ich habe es dann eben übersetzt. Ja. Auch in die Zeit fallen eben meine ersten Wing Chun Seminare. Da waren Seminare mit Großmeister Austin Goh dabei, der mittlerweile, schaut mal rein, einen YouTube-Channel hat über Qi-Healing, also naja, ist auch ein bisschen merkwürdig, hat aber glaube ich über 1 Million Abonnenten, also ganz spannend. Aber der hat eben damals schon bei seinen Seminaren und damals war er schon wirklich beeindruckend einfach von seiner Physis, ja. Der hat dann Liegestütze auf einem Finger gemacht und so. Begonnen, Liegestütz auf den Fingerspitzen, 10, 9, 8 und immer einen Finger weg und am Ende war 1. Natürlich war nur noch er dabei, der es gemacht hat. Und hat aber auch sehr viel Qigong immer gemacht bei diesen Seminaren. Und ich erinnere mich, das erste Seminar bei ihm war am Ostersamstag 2001, weiß ich noch. Und das war für mich auch sehr faszinierend. Und kurz darauf habe ich auch begonnen, mich mit Qigong zu beschäftigen und das intensiv zu trainieren. Habe mich dann auch zum Tai Chi geführt, habe dann 2 Jahre, 2,5 Jahre parallel auch bei dem chinesischen Meister in Wien Tai Chi trainiert. Hat sich dann aber wieder ein bisschen verlaufen. Ja. Das Qigong weniger, das habe ich dann weiterverfolgt. Aber trotzdem war der große Fokus Wing Chun, Wing Chun, Wing Chun. Ja, habe dann begonnen, mich mit Qigong noch mehr zu beschäftigen, habe dann mehrere Kurse belegt, habe in Wien eine kurze Ausbildung zum hieß Qigong Practitioner gemacht. Aber eigentlich war das so, dass das dann mehr bisschen mehr Fragen aufgeworfen hat, als Antworten gegeben hat. Und ich wollte da wirklich mehr eintauchen, ja. Gemeinsam auch damals schon mit Angelika.
Und wir haben dann ausfindig gemacht, eben eine Schule, die ansässig ist in Deutschland, in Konstanz, aber eigentlich auch in der Schweiz unterrichtet. Da ist also dieses fast Dreiländereck, Österreich, Deutschland, Schweiz, also am Bodensee. Familie Wu ist das, eine ganz spannende Familie. Und dort wurden eben auch Qigong-Ausbildungen angeboten. Und wir haben dann erst nachher eben erfahren, dass diese Familie eigentlich seit dem Jahr 1700 in jeder Generation große Meister, aber auch Kung-Fu-Meister eben hervorgebracht hat. Und da gab es eben die Möglichkeit einer Ausbildung. Und wir sind dahin und waren eben dann gleich sehr, sehr fasziniert. Und obwohl das wirklich schwierig war, weil, wie gesagt, wir sind da extra hingeflogen, wir sind von Wien nach Zürich geflogen und dann vom Flughafen mit dem Zug weiter und so weiter und so fort, sind wir dann in Summe da über 30 Intensivwochenenden hin, also wirklich viel auf uns genommen, viel geflogen und. War damals noch sehr günstig. Und damals hat man auch noch nicht so gedacht, dass Fliegen und so weiter fürs Klima vielleicht nicht so optimal ist. Also war das eben das. Und das war auch eben spannend, also sind auch mit Tai Chi wieder in Berührung gekommen. Und dann haben wir erst verstanden, dass die eben ja auch eben Kung-Fu-mäßig, also eben so klassisches Wushu und so viel machen. Und der Sohn der Familie, Herr Wu Shangfeng, hat dann sogar begonnen, uns eben im Privatunterricht auch Wushu zu unterrichten. Das heißt, wir haben eine Zeit lang eben auch intensiv Wushu trainiert, da einige Formen gelernt, ja, auch Waffenformen, Schwertformen, Langstockformen, mit Fächerformen gehabt, mit Einzelfächer, mit Doppelfächer und. Also sind da eben auch eingetaucht so ein bisschen in diese Wushu-Schiene. Ja. War auch wieder spannend. Aber trotzdem, also Qigong wichtig, Fokus nach wie vor Wing Chun. Und dann war es so, dass wir 2010 erstmals nach China gereist sind. Ja. Eben auch so ein bisschen eine Spurensuche auf den Wurzeln und so weiter. Haben uns dann einer australischen Reisegruppe angeschlossen, also auch eine ganz lange und spannende Geschichte, wie wir da dazu kamen. Und über diese Reise hatten wir, die hatten super Kontakte, die Möglichkeit, eben viele, viele Meister noch kennenzulernen. Gibt es Videos von mir, die Anekdote, wie wir bei Yip Chun sind beispielsweise, war ein Bestandteil dieser Reise. Und wir sind erstmals nach Gulo gekommen, haben den Großmeister Fung Chun kennengelernt, auch darüber spreche ich in Videos und so weiter und so fort. Also da ist ganz viel passiert, wir haben ganz, ganz viele große Meister damals noch kennengelernt und das ist alles in unsere, da begann dann unsere Reisejahre nach China und das ist alles sehr ausführlich, sollte es euch interessieren, geschildert in Angelikas Buch, ja. Flieg, kleiner Drache heißt das, da hat sie einen Roman geschrieben, also ist alles eben autobiografisch und wirklich so passiert, aus ihrer Sicht, aber letztlich ist unsere gemeinsame Geschichte eben über unsere Reisejahre, was da alles Verrücktes eben passiert ist. Ja. Letztlich war es so, dass wir durch diese Reise eben vor allem zwei Meister besser kennengelernt haben. Der eine war Donald Mack, der später einer unserer Lehrer wurde. Das war eben, wir haben bis dahin trainiert Wing Chun in der Lixing-Richtung und haben immer so ein bisschen Fragen gehabt eben bezüglich dieses Stils. Manche Dinge waren so ein bisschen unklar, auch wo kommt es her. Unseren Quellen nach hat aber Lixing einerseits von Gulo gelernt, andererseits von Yip Man. Also deswegen war unser Vorsatz, mehr herauszufinden über Yip Man-Richtung und möglichst authentisch einmal in die Richtung reinzuschnuppern und das Gleiche hat Gulo betroffen. Und wie das Schicksal eben so gespielt hat, hatten wir wirklich dann die Möglichkeit bekommen. Eben in Gulo hat uns eben ein Meister, der ein Schüler von diesem legendären Fung Chun war, Meister Lui, angeboten sozusagen, wenn wir wirklich Interesse haben und lernen wollen, sind wir willkommen und dürften eben sozusagen wiederkommen. Und Ähnliches galt eben für Donald Mack, der eben sehr authentisch eben diese Hipman-Richtung eben vertreten hat, weil sein Lehrer Chote Chun eben einer der wenigen war, der von Hipman wirklich das ganze System erlernt hatte. Und so begann das dann. Und auf dieser Reise lernten wir auch Eric kennen, wurde ein guter Freund von uns, später unser Trauzeuge. Der ist gebürtiger Hongkong-Chinese und hat dann als unser Übersetzer immer fungiert und haben gesagt, naja, warum machen wir das nicht wirklich? Warum kommen wir nicht nächstes Jahr wieder, fahren nach Gulo und versuchen dort wirklich zu lernen? Und gleichzeitig haben wir auch Donald Mack nach Wien eingeladen zu einem Seminar und hat dann ein großes Seminar in Wien gegeben. Wir haben begonnen, bei ihm Privatstunden zu nehmen, dachten damals noch, okay, das wird passen, wir holen uns einfach so ein paar Infos, ja, so wie so die Rosinen aus dem Kuchen. Ja. Und haben aber, je mehr wir mit ihm gemacht haben, ist das Ganze so ein bisschen gebröckelt. Wir haben gemerkt, okay, aber da fehlt uns noch eine Info und da auch und da auch und da auch. Und es ist immer, das Kartenhaus ist immer mehr zusammengefallen. Ja. Also, wie gesagt, ich habe damals schon lange Wing Chun trainiert, aber was so technische Details betroffen hat, und das ist etwas, was mir sehr, sehr
viel Spaß macht und mir auch sehr weiterhilft, diese technischen Erklärungen auch, und das ist ja auch, was ich versuche, eben hier in dem Kanal zu teilen, dieses ganze Hintergrundwissen, ja, dieser Aufbau, diese Körperstruktur, wie das alles verbunden ist und so. Ja. Und da war Donald Mack einfach ganz, ganz, ganz toll und hat uns dafür beigebracht. Und dann war es aber wirklich so, dass wir festgestellt haben, okay, es hilft nichts, eigentlich müssen wir wieder von vorn beginnen. Ja. Weil sonst fehlt immer irgendetwas. Und wir haben dann wirklich eben das Gespräch mit ihm gesucht und interessanterweise hat er das gleich empfunden und wir wollten eigentlich beide das Gespräch suchen. Dass nicht möglich ist, dass wir wirklich von Grund auf nochmal beginnen, von Sidium Tao an beginnen, das ganze eben Ding zu lernen. Er war einverstanden und hat uns das dann sogar auch schriftlich gegeben, dass er sozusagen uns nach bestem Wissen und Gewissen unterrichten wird, eben hinauf bis zur letzten Form der Schmetterlingsmesser. Und so ist es dann passiert. Ja, also Angelika und ich haben zwischen 2011 und 2018 das gesamte Gipman-Windschung-System von Donald Mack alles im 1:1 Privatunterricht nochmal gelernt. Beginnend von der Sidium Tao eben hinauf, dann Holzpuppe, Langstockform, Schmetterlingsmesser und so weiter. Wir waren eben öfters in China, in Hongkong bei ihm, aber er war bei uns auch öfter in Österreich, wir haben ein Haus an der Donau und da war er teilweise wochenlang. Ja, also oft so um die Osterzeit herum war er meistens so ganze 3 Wochen am Stück und wir haben halt nur trainiert. Und haben eben so, sozusagen, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt ja schon über 10 Jahre Wing Chun Erfahrung, ja, eben Li Xing-Stil, eben noch einmal das gesamte System gelernt. Und parallel in die Zeit fällt aber auch, dass wir eben Gulo Wing Chun gelernt haben, eben in China Gulo gelernt haben, auch da dann sozusagen bald auch berechtigt wurden, auch das weiterzugeben, zu unterrichten. Wir waren aber sehr zurückhaltend, weil wir das Gefühl hatten, naja, wir sind da bei Weitem noch nicht tief genug drinnen. Da gab es auch die verrücktesten Geschichten. Irgendwann hieß es dann so, jetzt können wir nicht mehr weiterlernen, ja, weil alles, was ab jetzt zu lernen ist, ist geheim und wird nur innerhalb der Familie weitergegeben. Also was machen? Okay, die Lösung war, wir wurden dann sozusagen bei Zeremonie dort in die Familie aufgenommen und so weiter. Und diese Zeit in Gulo war insofern ja auch besonders interessant, weil man einfach wirklich einmal gesehen hat, wie das traditionell funktioniert hat, wie das wirklich in China, in einem Dorf, das Meister-Schüler-Verhältnis, dieses Bestandteil einer Kung-Fu-Familie sein, was das alles bedeutet, wie unterrichtet wird, eben noch völlig unstrukturiert und. Das war sehr, sehr spannend, einfach diesen Zugang auch kennenzulernen und natürlich dieses Gulo-Windschung auch eben kennenzulernen. Es war dann eben so, dass wir dann irgendwann, eben wie gesagt, 2018 dann endlich soweit waren, bei Donald Mack eben dann einmal durch, eben ja, Schmetterlingsmesserform, alle Formen gelernt, durchatmen und ja, es war dann sicher auch nicht nur Zufall, tatsächlich war es dann so, dass Angelika dann schwanger geworden ist, dann war es für uns endlich mal möglich, ja. Und da war so ein bisschen ein Cut und dann kam ja sehr bald eben diese Covid-Zeit. Und in Österreich war das ja, soweit ich weiß, ja noch viel stärker als in Deutschland, mit Lockdowns, alles geschlossen, alles zu und so weiter und so fort. Das war schwierig. Also damals war eigentlich so, dass ich so mal das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich wirklich so viele Jahre gelernt, fast 20 Jahre, jetzt passt es mal. Aber dann schon sehr bald gemerkt, da fehlt was. Wir waren das so gewohnt, immer dieses Weitertrainieren, Weiterlernen und, irgendwie fehlt da was. Und haben dann begonnen, uns ein bisschen aufs Tai Chi zu schmeißen. Ja, und haben dann begonnen, intensiv die Tai Chi zu trainieren. Auch wieder zuerst beim chinesischen Lehrer in Wien, haben dann über Internet gelernt, haben dann auch da wieder Privatstunden genommen, haben Chen-Stil Tai Chi trainiert und so weiter. Und sind dann eben tief ins Tai Chi eingetaucht, haben dann einen anderen Meister gefunden, der wirklich das tatsächlich noch als Kampfkunst gelernt hat, da sehr spannend, da einzutauchen, haben wirklich begonnen, eben die letzten paar Jahre sehr, sehr, sehr intensiv im Tai Chi auch zu trainieren und Tai Chi eben auch spannend, auch wirklich als Kampfkunst kennenzulernen. Ja. Wobei ich schon weiß, was da immer jetzt dann gleich für Kommentare kommen werden. Ja. Aber es ist eine spannende Sache eben, und hat uns auch sehr, sehr, sehr bereichert. Und über diese Schiene, über diese Tai-Chi-Schiene ist es eben auch so, dass wir, Tai-Chi gilt ja als innere Kampfkunst und normalerweise sagt man, gibt es eben die 3 großen inneren Kampfkünste, Tai-Chi, Bagua und Xing-Yi. Und ja, meine Neugierde hat mich dann da auch weitergetrieben, bin dann ein bisschen auch in das Xing-Yi eingetaucht, versucht das zu lernen, ist eine sehr, sehr direkte, sehr auch ja, aggressive Kampfkunst, auch sehr, sehr spannend und bin jetzt dabei, auch ein bisschen einzutauchen in das Bagua. Also wie gesagt, das ist alles noch eben relativ am Anfang, aber es ist einfach so, ich habe einfach ein riesengroßes Interesse einfach für
Kampfkünste oder wie sie für mich persönlich rauskristallisiert hat, vor allem eben für chinesische Kampfkünste. Finde eben diese Verbindung, diesen Aspekt auch sozusagen mit eben diesem energetischen Aspekt, ja, eben auch diese Gesundheitsaspekt, ja, dass das einfach so tief hineingeht. Auch das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber ich bin seit langer Zeit, seit meinem Studium, ganz, ganz stark interessiert an Philosophie. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht alles erwähnt, habe jetzt mehr den Kampfkunstaspekt gehabt. Wir hatten lange einen taoistischen Lehrer, sind eingetaucht in taoistische Meditation, Energiearbeit und so weiter. Diese Verbindung von Philosophie, Gesundheit, ja, trotzdem eben Kampf, eben dieses Arbeiten mit dem eigenen Körper, das ist was, was mich unendlich interessiert und fasziniert und auch immer sozusagen weiter eben da voranbringt. Und deswegen finde ich es eben oft schade, dass es manchmal so ein bisschen für mich eine Verkürzung ist, wenn man jetzt nur redet von jetzt nur Verteidigung oder nur, naja, und dann gehen wir halt ins Sparring und geht schon. Ja, ist alles wichtig, kann man alles machen. Wie gesagt, habe ich alles gemacht, habe ich viel gemacht. Aber mein Weg ist da sicher ein bisschen ein anderes und mich interessiert immer sozusagen wirklich so dieses mehr und mehr und mehr in die Tiefe einzutauchen. Das ist das, was mich persönlich daran sehr fasziniert. Und wie gesagt, ich hatte zum Glück die Möglichkeit, viele, viele Meister, Großmeister kennenzulernen und da viel zu machen. Und das ist es einfach im Wesentlichen, was ich einerseits in meinem Unterricht, aber jetzt auch hier in diesem Kanal einfach mit euch zu teilen und weiterzugeben, weil ich glaube ich wirklich eben über die Jahre oder Jahrzehnte jetzt bin ich jetzt beim Wing Chun fast 25 Jahre dabei, wenn man eben dazu rechnet, eben, ich bin ja seit Kindheit, wie gesagt, an sich in diesem Thema drinnen und auch das ist es eben macht das ja, habe jetzt vielleicht nicht erwähnt, seit 2006 ja hauptberuflich. Ja. Also obwohl ich eben eigentlich studierter Jurist bin, ja, und als Jurist arbeiten könnte, habe ich keine einzige Minute meines Lebens hier juristisch gearbeitet, sondern mich nur auf die Kampfkunst geschmissen. Das ist meine große Leidenschaft und das versuche ich eben weiterzugeben und zu teilen und eben so viel über meinen Background und Werdegang. Freut mich eben sehr, wie gesagt, dankbar, dass so viele Leute auch meinen Kanal abonnieren, vielleicht werden es ja noch mehr. Ich freue mich über jeden und jede und sehen wir uns bald sicher bei einem der anderen Videos wieder.